Mancher glaubt, der überragende Überkritiker der Gesellschaft zu sein, weil der rappelvolle fahrende Zug, auf den er aufspringt, einfach der Gegenzug ist. Und so sieht die Kritik an den Corona-Maßnahmen leider eben nicht nur bei Querdenker-Gründer Michael Ballweg und seinen Freunden, sondern auch allzu oft im Internet auf YouTube oder Twitter aus. Anstatt dass man das Notwendige kritisiert, zum Beispiel eben, dass ein Lockdown sich nicht beliebig verlängern lässt, weil das eine extrem bescheuerte Idee ist. Anders als eine Maskenpflicht, die sich theoretisch Monate durchhalten lässt, oder eine Abstandsregelungspflicht, mit der man das auch monatelang machen kann, ohne dass es wirtschaftliche Probleme oder sonstige großartige Probleme gibt, kannst du einen Lockdown lediglich kurz mal machen, aber ansonsten stellt sich die Frage, ob dann nicht der Schaden dem Nutzen der Maßnahme überwiegt. Und Grundrechtseinschränkungen haben nun mal immer was mit Verhältnismäßigkeit zu tun, und das hatte ich schon so oft, dieses Thema. Anstatt sich auf das Wichtige zu konzentrieren und versuchen, fair zu sein, wird einfach jeder Scheiß nachgeplappert. Hauptsache, er ist anti-Mainstream. Das geht dann sogar bis hin zu dem Schrott, so von wegen, Mundschutz hilft nicht, weil der Virus ist doch kleiner als die Maschen. Und das geht so weit, dass sogar der bloße Appell, sich impfen zu lassen, schon mit NS-Propaganda verglichen wird. Das Wichtigste für diese Papageien der Aluhut-Bewegung ist einfach bloß, das Gegenteil von dem zu sagen, was im Fernsehen gesagt wird, weil natürlich nur dann hat man das Gefühl, gegen den Strom zu schwimmen. Man merkt einfach bloß nicht, dass man dann ebenfalls einen Haufen Kumpels haben, die das Gleiche sagen wie man selber, und man dann wiederum in einer Bubble drin steckt. Von allen am schönsten finde ich aber die Kritiker, zum Beispiel, um ein prominentes Beispiel zu nehmen, Alice Weidel von der AfD, die noch als man im Mainstream Corona komplett unterschätzt hat, gewarnt haben, dass man Corona unterschätzt und sogar einen Lockdown und harte Maßnahmen gefordert hat. Und kaum wurde diese Position Mainstream, da hat sich eine Alice Weidel oder ihre geistigen Klone im Internet nicht etwa hingestellt und gesagt, ha, siehste, haben wir doch gesagt, schön, dass es macht, bravo, ihr habt's kapiert. Das wäre ehrlich gewesen. Nein, sie und die anderen krampfhaften Anti-Mainstream-Heuler haben es dann vorgezogen, auf einmal plötzlich gegen die Maßnahmen zu sein, die sie gerade eben noch gewollt haben. Aber das habe ich ja schon zum Beispiel in meinem Silvester-Video thematisiert. Bis vor einem Jahr hieß es noch in den Medien, ach was, Lockdown-Forderungen sind blanke Panikmache der Rechten und der Rechtspopulisten. Und jetzt heißt es, es sei eine populistische, wenn nicht gar eine rechtspopulistische Forderung, den Lockdown zu lockern, obwohl das eigentlich nur gesunder Menschenverstand wäre. Wie wäre es, wenn man anstatt diesen Lockdown ständig zu verlängern, was extrem kurzsichtig und bescheuert ist, wie wäre es, wenn man stattdessen ganz einfach die Regeln, die jetzt sowieso für das Betreten von Supermärkten gelten, für alle anderen Läden auch anwendet, dann sind Sicherheitsmaßnahmen erfüllt, aber die Läden dürfen aufmachen und gehen nicht pleite. Dann geht die Wirtschaft auch wieder hoch und der Staat, und das dürfte die Politiker interessieren, nimmt auch dann wieder Steuern ein. Denn einen Lockdown ständig zu verlängern, ist wahrscheinlich risikoreicher in Bezug auf die ganze Gesellschaft, als dass man einfach die notwendigsten Maßnahmen, die mildestmöglichen Maßnahmen ergreift und einfach die Leute besser schützt, für die der Virus echt eine Gefahr ist, und ansonsten versucht, den Alltag so gut wie möglich aufrechtzuerhalten, und das heißt auch, das Berufsleben so normal wie möglich und reibungslos ablaufen zu lassen. Meines Erachtens sollten in Lokalen ganz einfach, wie es vorher auch war, auf jedem Tisch Desinfektionsmittel stehen, die Leute, wenn sie aufstehen, tragen eine Maske, und pro Tisch sitzen Leute aus demselben Haushalt, also die Leute, die ohnehin zusammen zu Hause einander auf der Pelle hocken, dann können die Gaststätten wieder aufmachen und die Läden ebenfalls. Bei Pflegeheimen ist es eine ganz andere Nummer. In den Fällen, wo Corona im Pflegeheim ausgebrochen ist, da bist du im Arsch. So viel zu meinen Vorschlägen und zu meiner Idee, wie man mit der Sache umgehen sollte. Zurück zu den verschiedenen Linien im Internet und im Fernsehen.
Wie gesagt, im Mainstream hat man vorher alles als Rechtspopulismus betrachtet, was halt vor der Corona-Krise und vor dem Virus gewarnt hat. Und jetzt ist es natürlich Rechtspopulismus oder zumindest irgendein Populismus, wenn man fordert, die Maßnahmen wieder zu lockern an einigen Stellen. Oh, und bei denen, die so stolz im Internet drauf sind, anti-Mainstream zu sein, ist es halt genau umgekehrt. Die wettern eben halt nicht nur zum Beispiel gegen einen Lockdown, sondern gegen jede noch so harmlose Maßnahme. Die wettern sogar schon dagegen, wenn eine Demo aufgelöst wird, weil gegen die Auflagen verstoßen wurde. Das kommt ja in einer Demokratie nie vor. Dann wettern die schon, dass wir in einer Diktatur leben. Und das, obwohl sie vor einem Jahr noch genau all diese Maßnahmen befürwortet haben, gegen die sie jetzt wettern, jetzt wo die Regierung das macht. Anti-Mainstream um jeden Preis. Hier ist nicht das Motto, etwas zu kritisieren, weil es notwendig ist, sondern einfach bloß, weil es sich geil anfühlt, gegen den Strom zu schwimmen. Selbst wenn das gegen den Strom schwimmen überhaupt keinen Sinn ergibt und nur in einer Sackgasse endet. Aber es fühlt sich zumindest gut an. Diese Videoidee hier ist ganz, ganz spontan entstanden. Ich habe das Bild, das ihr da gerade seht, vor ein paar Tagen gestaltet und auf verschiedenen Plattformen, auf Discord, auf Twitter und so weiter geteilt. Und wie ich nicht anders erwartet habe, kam dann natürlich auch gleich die wütende Reaktion. Aber genau deswegen habe ich es ja gemacht. Und natürlich, damit ich ein paar Leuten damit auf den Schlips treten kann. Erstaunlich war halt, dass dieses Bild hier so aufgefasst wurde, als ob ich generell gegen Lockdown-Kritiker sei und das, obwohl ich mich bereits mehrfach in Videos und anderen Beiträgen selber gegen den Lockdown geäußert habe. Aber das ist irrelevant. Wichtig ist, Schaum vorm Mund zu kriegen und sobald einem eine Meinung nicht passt, an die Decke zu gehen wie ein HB-Männchen auf Ecstasy. Oh nein! Warum nimmt unsere Kritik am Mainstream und an den Maßnahmen bloß keiner ernst? Nur weil wir jeden Scheiß verteidigen, der gegen den Mainstream gesagt wird, eine Apologetik gegen jeden Scheißdreck fahren und an die Decke gehen, sobald irgendwas Unpopuläres gesagt wird, während gleichzeitig jedem noch so radikalen Drecksack der Schwanz gelutscht wird. Ich habe keine Ahnung, warum man diese Mainstream-Kritiker nicht ernst nimmt. Das hat bestimmt ausschließlich was mit dem Bias der Medien zu tun und nicht auch mit dem eigenen Verhalten. Und selbst wenn auf diesen Corona-Demos, auf diesen Querdenker-Demos, Leute mit dabei sind, die ganz normal ticken, die einfach dabei sind, weil sie wütend sind, weil sie ihren Job verloren haben und so weiter, selbst dann kann ich nicht darüber hinwegsehen, dass das Spitzenpersonal auf diesen Demos, ich habe ja gerade eben den Gründer der Querdenker Michael Ballweg genannt, zweifellos in die Kategorie Schwurbler und sogar Speichellecker von Verfassungsfeinden passt. Michael Ballweg beispielsweise ist ein großer Fan der Reichsbürgerszene und hat auch schon zum Beispiel Reichsbürger gerne zu sich bei seinen Kundgebungen eingeladen, beziehungsweise hat sie einladen wollen, wie zum Beispiel diesen Fitzek, das ist dieser Koch, der sich für den König von Deutschland hält. Das ist für Herrn Ballweg ein würdiger Vertreter seiner Interessen und der Ballweg hat auch schon im Geiste der Reichsbürgerszene selbst eine verfassungsgebende Versammlung gefordert, weil wir wissen ja, das Grundgesetz ist ja keine Verfassung. Ich will jetzt nicht so klingen, als wäre der Ballweg nur ein Rechtsextremer. Nein, da tut man ihnen Unrecht. Der Ballweg ist zum Beispiel auch davon überzeugt, dass Bill Gates uns alle umbringen will. Und er ist nicht nur Sympathisant von Fitzek, sondern er ist auch Sympathisant und Freund von Ken Jebsen oder von unserem guten, alten, bekannten Martin Lejeune. Es scheint mir also auch so zu sein, als ob der Ballweg nicht bloß auf Rechtsextreme und Reichsbürger festgenagelt ist, sondern bei denen, mit deren Geschwätz er sympathisiert, ist ihm die Geschmacksrichtung scheißegal, Hauptsache Scheiße. Und es ist nicht verwunderlich, dass dann halt solche Leute vom Schlag eines Ken Jebsen oder eines Reichsbürgers dann des Öfteren an der Bühne stehen und vom Publikum mit großem Applaus empfangen werden. Es braucht mir also bitte keiner zu erzählen, dass die Gesinnung, die auf diesen Demos im Schnitt vorherrscht, dem Normalschnitt in der Bevölkerung entspricht. Es ist kein Wunder, dass Schwurbler oder Verfassungsfeinde dort auf der Bühne stehen. Das haben die Initiatoren dieser Bewegung so geplant. Das wollen die so.
Und wenn ich mir die Schilder, die großteils da hochgehalten werden, angucke, da ist selten was Vernünftiges dabei. Und ich frag mich, wenn die Querdenker sich darüber beschweren, dass sie mit Reichsbürgern in Verbindung gebracht werden, warum sie dann sogar manchmal Reichsflaggen auf die Bühne tragen und auf der Bühne als Deko aufhängen. Dass eine Umfrage ergab, dass ein Großteil der Leute, die dort teilnehmen, sogar Grünen und Linken Wähler sind, das hat mich auch nicht überrascht. Es, wie gesagt, auch der Ballweg selbst ist nicht zwingend auf Rechtsextreme festgenagelt. Aber wer hat denn je behauptet, dass es Spinner bloß bei den Rechten gibt? Typen, die der Schulmedizin misstrauen, die Schulmedizin sogar verteufeln und Impfung für böses Werk halten und dann doch lieber an ihre alternativ-magischen Heilverfahren glauben. Die Alternativmedizin, die wahrscheinlich genauso wie die Alternativphysik in Hogwarts erlernt wird. Entweder ist es Medizin oder es ist keine Medizin. Alternativmedizin gibt es genauso wenig, wie es Alternativphysik oder Alternativwissenschaft gibt. Also Leute, die gerne glauben, dass die Pharmaindustrie und die Medizin alles Humbug ist und sie sich dann doch lieber ihre eigenen Verfahren ausdenken, die hast du bei den Grünen ebenso ganz gewaltig. Deswegen führt dieses Umfrageergebnis, wonach viele Linken und Grünen Wähler sind, die dort teilnehmen, nicht dazu, dass ich diese Leute jetzt unbedingt als vernünftiger ansehe als vorher. Ausgenommen sind wirklich jetzt diejenigen, die dort wirklich aus Verbitterung darüber, dass sie vielleicht ihren Job verloren haben, dort auch teilnehmen. Aber von denen sehe ich auf diesen Demo nicht viel. Die scheinen dort unterzugehen. Den Ton angeben tun auf diesen Demos, auf diesen Bühnen und wenn man sich die Leute im Hintergrund dieser Demos anguckt, ganz andere. Deswegen werde ich, obwohl der Lockdown noch so scheiße und noch so sehr ein Problem ist, den Teufel tun und so tun, als würden diese Kundgebung doch von grundanständigen, voll vernünftigen Leuten geführt worden, die einfach bloß mit der Politik nichts zu tun haben wollen und einfach bloß nicht mit der Corona-Politik einverstanden sind. Und die Vollidioten und die Verfassungsfeinde ja nur so mit dabei sind, aber eigentlich keine Rolle spielen. Und außerdem habe ich mir sehr, sehr viele Reportagen und Dokus oder Nachrichtensendungen ja durchaus angeguckt. Ich denke, das habt ihr alle zu diesem Thema. Und typischerweise sind mir hier solche Sachen aufgefallen. Ihr Frust, so mein Eindruck, kommt daher, dass sie Corona nicht fassen können, sich ohnmächtig und von der Politik nicht verstanden fühlen. Keineswegs sind alle von ihnen rechts oder sympathisieren mit Reichsbürgern. Aber die Veranstalter grenzen sich auch nicht richtig ab. Das schadet der Bewegung aus meiner Sicht genauso wie die große Offenheit für Verschwörungstheorien und das Spielen mit Ängsten. Beides habe ich in so vielen Gesprächen gehört. Die Menschen hier sind vor allem wütend. Wütend auf die Corona-Politik, wütend auf die Medien, wütend über die aktuelle Situation. Das erklärt auch die bizarre Mischung der Teilnehmer. Rechtsextreme laufen neben Aluhutträgern, Corona-Leugner neben Reichsbürgern. ZDF heute live, herzlich willkommen. Wird Querdenken ein Fall für den Verfassungsschutz? Die Rufe danach werden jedenfalls immer lauter, spätestens seit sich der Stuttgarter Gründer von Querdenken, Michael Ballweg, Mitte November offenbar mit anderen Querdenkern, mit Reichsbürgern in Thüringen getroffen hat. Der Präsident des thüringischen Verfassungsschutzes rechnet jedenfalls damit, dass die Bewegung bald als Verdachtsfall eingestuft werden könnte. Die Frage ist, wie radikal ist Querdenken und wie gefährlich sind diejenigen, die es organisieren und auch die, die in Teilen bei den Demonstrationen mitlaufen? Und ich mache mir schon Gedanken, wer da mit wem demonstriert. Weltverschwörungstheoretiker auf der einen Seite, die extreme Rechte dabei, auch zum Teil die Linke. Also da bündelt sich dann etwas zusammen, was eigentlich gar nicht zusammengehört. Und deswegen ist mein dringender Appell, nicht nur bei solchen Demos körperlichen Abstand zu halten, sondern auch dringend geistigen Abstand zu wahren. Mensch, das klingt ja fast, als würde die gleichgeschaltete Presse ständig sämtliche Kritiker der Corona-Maßnahmen generell in die Nazi-Ecke stecken oder sie als Schwurbler diffamieren. Da wird in den Medien keinesfalls differenziert und alle werden in einen Topf geworfen, die da teilnehmen. So, und jetzt mal im Ernst. Könnte es sein,
dass, wenn vor allem Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker oder die verschiedenen verfassungsfeindlichen Leute auf diesen Demos, wenn von diesen Leuten da die Rede ist, dass dann vor allem das Spitzenpersonal und die Spezialgäste dieser Demos gemeint sind. Ich meine, die Medien reden hier die ganze Zeit von den Veranstaltern und von den Organisatoren. Ist es möglich, dass die Medien recht haben, wenn sie davon sprechen, dass zum Beispiel Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme diese Demos initiieren oder die Veranstalter dieser Demos sind? Und ja, es wurde hier in diesen Ausschnitten, die ich hier gebracht habe, ich habe hier durchaus gemischte Ausschnitte genommen mit verschiedenen Aussagen, es wurde hier auch natürlich erwähnt, dass da hier ganz unterschiedliche Leute nebeneinander laufen. Und es tut mir leid, dass die erwähnen, dass dort Rechtsextreme mitmarschieren oder dass dort Rechtsextreme neben Verschwörungstheoretikern mitmarschieren. Aber wenn ich solche Typen als Gäste auf der Bühne habe, dann ist es kein Wunder, dass die dort ebenfalls verstärkt, vermehrt, auch in der Menge anzutreffen sind. Zumindest mehr als im Bevölkerungsdurchschnitt vorhanden sind. Weil das sind hier nun mal ganz eindeutig die Leute, die auf diesen Demos den Ton angeben hinsichtlich ihrer Funktion. Und jetzt tut mal nicht so, wenn das jetzt eine Friday for Future Demo wäre und da treten Linksextreme auf und das gab es. Und deswegen weiß ich auch ganz genau, dass das ein gefundenes Fressen für viele rechte Kanäle ist. Wenn das jetzt so eine Demo ist und dort sind Linksextreme als Organisatoren beteiligt und halten da komische Reden, dann würden sich vor allem ausgerechnet diejenigen darüber hermachen, die sich jetzt darüber beklagen, dass angeblich alle in die rechtsextreme Ecke gestellt werden, selbst wenn Journalisten so vorsichtig sind und ganz klar sagen, wir reden hier nur von den Organisatoren und die Menge, die da mitdemonstriert, das ist ein bunt gemischter Haufen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das auf Twitter mitbekommen, wie dann Schlagzeilen gepostet wurden, wo davon geredet wird, Rechtsextreme initiieren Demo. Und im selben Artikel heißt es dann, ja, aber die Menge, die da demonstriert, ist eigentlich eine sehr heterogene Menge. Und trotzdem, weil die Schlagzeile so hieß, wurde dann geschimpft, oh, die bezeichnen uns alle als Rechtsextreme. Halt's Maul. Ach ja, und dass alle Teilnehmer Rechtsextreme oder gar eine homogene Masse wären, dem hat nicht nur der Verfassungsschutz Baden-Württemberg widersprochen, hier eingeblendet, aber ihr könnt euch das Ganze auch nochmal in der Videobeschreibung angucken, sondern es wurde halt klipp und klar erklärt, dass zwar mehrere maßgebende Akteure dort verfassungsfeindliche Extremisten sind, nicht aber die Mehrheit der Demonstranten. Und auch viele öffentlich-rechtliche Sendungen haben dies nicht anders gezeigt. Kurzum, es geht hier halt um den Schnitt und darum, wer hinter diesen Demos steckt. Ansonsten stimmt das, was der Verfassungsschutz hier sagt, mit meinem persönlichen Eindruck auch überein, weil natürlich ist es kein Grund, den Verfassungsschutz zu rufen, bloß weil irgendjemand meinetwegen an die Bill Gates-Verschwörung glaubt. Es ist so unsinnig, wie die Polizei zu rufen, bloß weil die Nachbarin an Chemtrails glaubt. Wen man halt hier im Auge behalten müsste, sind Typen wie den Hildmann oder andere Leute, die dort auf diesen Demos eine tragende Rolle spielen. Und noch was dazu, dass die AfD ganz besonders ja mit den Querdenkern in Verbindung gebracht wird. Auch wenn viele Demonstranten gar keine AfD-Wähler sind. Frage: Könnte das dazu beigetragen haben, dass es zu diesem Eindruck kommt? Könnte es dazu beigetragen haben, dass die AfD sich von allen Parteien, die in den Parlamenten hocken, am ehesten wie die Vollidioten, die da auftreten, benommen hat? Könnte es sein, dass es die AfD und nicht die Grünen und nicht die Linke und nicht die SPD war, die in den Parlamenten und sich im Internet genauso aufführt oder am ehesten genauso aufführt wie so ein Aluhut, wenn es um dieses Thema geht? Ansonsten war das natürlich ein falscher Eindruck, den das vermittelt hat. Aber ich würde sagen, da sind nicht die Medien mit ihrem Bias allein dran schuld. Bleibt mir zum Abschluss noch zu sagen, man könnte jetzt natürlich die Medien mit viel, viel Häme überschütten darüber, dass sie sich das mit den Demos zu einfach vorgestellt haben. Man könnte jetzt weiterhin einfach bloß, weil man die Medien kritisieren will, jeden rechten Schwanz lutschen, der einem hingehalten wird.
Man könnte jetzt jeden Quatsch verteidigen oder sogar imitieren, so wie Impfen macht frei und so, der da gepostet wird auf Twitter. Oder man könnte sich überlegen, ob vielleicht nicht ein Teil der Abneigung, die einem entgegengebracht wird, nicht auch selbst verschuldet ist. Und auf diese Art und Weise dem vorprogrammierten Kreiswichsen mit noch radikaleren Leuten vorbeugen. Die Frage ist, will ich übertriebene Maßnahmen kritisieren, weil sie ein Problem sind, weil die Politik bescheuert ist? Oder will ich einfach bloß Anti-Mainstream-Meinung vertreten, einfach weil es Anti-Mainstream ist? Und gegen den Strom schwimmen, weil es ein Selbstzweck ist? Und will ich deswegen auch Merkel ist Hitler oder Masken sind Maulkörbe schreien? Will ich bei denjenigen, die ich kritisiere, überall wirklich das Haar in der Suppe suchen und möglichst brachial drauf einhauen, selbst wenn es falsch ist, was ich laber? Sogar wenn ich dann das glatte Gegenteil von dem reden muss, was ich gerade eben noch geredet habe, als das, was ich jetzt sage, noch nicht Mainstream war? Oder will ich kritisieren, was ich für richtig halte und will ich auch ernst genommen werden? Aber ja, Leute, die bloß nicht das sagen wollen, was die anderen sagen. Leute, die unbedingt schreien wollen, du sagst das, was die anderen sagen, also bist du genauso wie die anderen. Und Leute, die unansichtig jeden Extremismus auf der einen Seite verleugnen und ignorieren wollen, während sie gleichzeitig nur Augen drauf haben, was bei den anderen falsch läuft. Solche Leute gibt's bekanntermaßen auch bloß im Mainstream. Das ist das Beste an einem Glashaus. Es ist durchsichtig und auf diese Art und Weise kann man beim Steinewerfen ohne Probleme treffen. Es könnte dabei zwar was zu Bruch gehen, aber wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen.